Willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Heute spielen wir Bed Wars, aber ich darf nur God bridgen. Nein! Ungefähr so sieht das dann aus mit dem God Bridge, aber die Blöcke haben sich weggepackt. Ey, das kann doch nicht sein. Das war, ich dachte wirklich, ich komme da jetzt rüber. Oh, er ist runtergefallen. Perfekt, alles klar. Leute, ich bin gespannt, wie das heute wird. Ich spiele momentan nicht so extrem aktiv Bed Wars, aber beim letzten Video konnten wir einigermaßen gut God Bridgen. Da habe ich das ab und zu auch Spaß gemacht. Deswegen hoffe ich mal, dass es heute ganz gut wird hier. Vor allem darf ich nicht anders bauen. Ich muss mal gucken, wie ich da jetzt hochkomme. Am besten stacken wir uns hier so erstmal hoch, weil das kann ich ja machen. Alles klar, der hat einen Fireball geschmissen. Jetzt muss ich dieses Ministück. Alter, der Block hat sich wieder weggepackt. Egal. Ich schmeiß mal so den Fireball, dann fliegt er, glaube ich, weg. Okay, der fliegt nicht weg. Komm. Jawohl, er ist tot. Bett ist weg. Let's go. Ich save mal den Stuff, weil wahrscheinlich killt er mich jetzt. Oder? Der hat ja heute noch Spawnshots jetzt und alles. Naja, wie ihr seht. Moin. Wie ihr seht, haben wir oben rechts. Der will nicht fighten, oder was? Hä? Okay, wir haben oben rechts die Handcam heute sogar mal wieder mit am Start. Ich dachte, für eine Godbridge-Challenge wäre das eigentlich ganz nice. Ich werde auch öfter gefragt, wie ich fighte, wie ich klicke dabei und alles. Und dann könnt ihr das heute sehen mit dem Mouse-Abuse, mit dem Butterfly-Klicken und alles Weitere. Dann würde ich sagen, Godbridge wir mal zu den Dias rüber. So. Und die Blöcke backen sich wieder weg. Ey, ich habe mir anscheinend wirklich den schlechtesten Moment rausgesucht, um die Challenge zu machen. Wie soll ich das machen, wenn die Blöcke sich durchgehend wegbacken? Das wird auf jeden Fall interessant heute. Wir sehen auch in der Handcam das Mauspad, das neue, sage ich mal. Ich habe es nämlich noch gar nicht gezeigt bis jetzt. Schaut da gerne mal vorbei im Shop ryanxcall.de. Wir haben sogar gerade noch Rabatt bis zum 3.7. 15% günstiger auf alle Artikel. Das war kein Deutsch. Alle Artikel gibt es 15% günstiger. Von daher schaut da gerne vorbei. Und, oh Gott, ich bin schräg gelaufen. So, nochmal, ey, ich weine gleich. Wir haben heute mal wieder eine Challenge in der Challenge, ne? Ich meine, ich bin nur am Godbridgen, aber wie soll ich die Only Godbridge Challenge machen, wenn sich nach allen paar Blöcken die Blöcke wegbuggen? Da hätte ich mich noch saven können, aber ich habe da absolut schlecht reagiert und ich stelle immer meine Mausempfindlichkeit ein bisschen runter. Weil mir verrutscht oft meine Maus und ich habe hier so zwei Tasten, kennt ihr ja, Mausempfindlichkeit runterstellen und ich stelle die dann immer runter beim Godbridgen und dann müsste ich die schnell wieder hochstellen, um mich so schnell drehen zu können und das klappt dann nie. Naja, wir gehen hier hin, holen die Dias. Ja, hier muss ich nicht bauen, um zurückzukommen. Das können wir so machen. Dann holen wir uns Sharpness. Und ja, mal sehen, wie schnell wir einen Win mit der Godbridge Challenge hinbekommen. Eins steht auf jeden Fall fest. Mindestens eine Runde werden wir gewinnen, denn wir haben das Ryanxcall Mousepad. Und ich trage natürlich auch das T-Shirt gerade, Leute. Wichtig und richtig. Damit können wir nur gewinnen und sind Godbridge Profi, habe ich gehört. So, jetzt müssen wir mal gucken. Team Rot gibt es nicht mehr. Wir gehen mal in die Richtung, glaube ich. Aber hier muss ich so blöd mich rüberbauen. Ich muss so machen eigentlich wieder. Ich habe jetzt überlegt, ob ich einen Goldbridge-Weg baue, weil da kann ich auch dann in Zukunft den noch nutzen, ohne mich immer wieder hochzubauen erst. Aber wahrscheinlich buggen da Blöcke weg bei so einer weiten Strecke. Und den Weg hier müssen wir auch noch zu Ende bauen. Und ich habe den sogar an einer blöden Stelle angefangen. Wir machen mal hier weiter. Das kann nicht sein. Leute, wenn das so weitergeht, gehe ich gleich erstmal nach der Runde auf einen Server und bridge dann ein bisschen, nur um euch zu zeigen, dass ich wirklich noch Goldbridge kann. Weil das sieht ja halt jetzt für alle Leute, die sich hier jetzt nicht mit auskennen, das ist gerade nicht mein Fehler, okay? Der Server buggt rum. Das klingt wie die dümmste Ausrede überhaupt, aber es ist wirklich so. Die Blöcke buggen sich weg, das kann nicht sein. Ich habe den YouTuber-Rang, ich bin auf dem Hypixel-Server. Ich habe schon öfter gegoldbridged, aber ich weiß nicht. Als ich noch aktiv gespielt habe vor 4, 5 Monaten, war das kein Problem. Da ging das easy. Ich weiß nicht, ob die was geändert haben oder ob der Server einfach nur am Abkacken ist momentan. Das haben aber auch manche in die Kommentare geschrieben, dass der... Okay, das war mein Fehler, das war nicht der Server. Es haben mir auch welche in die Kommentare geschrieben, dass er momentan Hypixel super laggy ist, warum auch immer. Da, ich weiß auch nicht, was das war. So, es lebt schon nur noch ein Gegner. Ich kann die Runde gewinnen, wenn jetzt nicht die ganze Zeit die Blöcke wegbacken. Komm schon. Ich habe Blau gerade schon gesehen. Der chillt da. Ich meinte, der schmeißt einen Fireball. Hä? Ich glaube, der wollte mich mit dem Fireball abschmeißen, aber hat veraimt. Ich sehe dich, der, als ob du einen Bogen hast. Dann schmeiß ich dich halt mit dem Fireball ab. So, geh hin, der hat auch ein Eisenschwert. Noch ein Fireball, bam. Komm. Der hat kein Bett mehr. LOL. Das war so eine Scuffed-Runde. Aber erste Runde gewonnen. Ich bin sprachlos. Das war, wir machen noch eine Runde. Das fühlt sich nicht an wie ein richtiger Win. Bevor wir jetzt aber noch eine Runde Bed Wars spielen, bin ich hier erstmal auf einen Bridging-Server gegangen. Denn ich muss euch ja zeigen, wie OP der Ryanxcall-Merch ist und vor allem das Mauspad hier. Gibt es übrigens auch in schwarz. Ich habe das jetzt hier in weiß. Ich dachte, ich nehme das mal, damit man die Maus auch besser erkennt auf Mauspad. Aber gibt es auch in schwarz. Wir gehen aber in Short, nicht in Long. Das sieht schon besser aus von der Länge.
Jawohl, let's go, first try. Nicht ganz, ich habe mehrere Versuche gebraucht, aber wir tun so, first try, nur dank dem Merch, oh mein Gott. Ich wollte euch wenigstens einmal zeigen, dass ich Goldbridge kann, ne, bevor sich jetzt hier weiter die Blöcke wegbacken werden. Aber naja, wir sind in einer neuen Runde, hoffen, dass die besser läuft. Ich behalte mal direkt nur ein Holzschwert, weil ganz ehrlich, ich glaube, eine ganze Line hinzukriegen heute ist so gut wie unmöglich. Weil erstmal müsste ich das schaffen, das ist schon schwierig. Und da müsst ihr noch so viel Glück haben, dass sich gerade kein Block wegbackt. Und das ist ja super weit weg. Wie soll das gehen? Aber wir versuchen es mal. Und ich bin direkt schräg gelaufen. Perfekt. Warte mal. Ich bin mit Absicht runtergefallen natürlich, weil ich muss hier hin, sehe ich gerade. Guck mal, da haben sich Blöcke nicht weggebackt. Das sieht ganz gut aus. Und oh, ich muss von hier sogar... Alter, das ist ja trotzdem super weit weg. Eigentlich will ich zu den Dias, um ehrlich zu sein. Ich weiß aber nicht, ob das der richtige Weg ist. Nein. Jawohl, ey, diesmal buggen sich gar nicht mehr so viele Blöcke weg, habe ich das Gefühl. Vielleicht war das auch nur die Runde gerade, ich hoffe mal. Mir macht aber Team Grün ein bisschen Angst. Unloaded heißt der. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den gerade ab Incline... Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe den Incline Goldbridge gesehen vorher. Und der war ja super schnell jetzt auch hier, das macht mir ein bisschen Sorgen. Der hat auch so einen Namen, als ob der am Hacken ist oder halt heftig ist. Ich bin mir nicht sicher. Könnte sein, dass wir einen Hacker in der Runde haben, Leute. Wir müssen mal schauen. Das Gute ist, der hat den Weg hier ja jetzt schon perfekt gebaut. Das heißt, wir können einfach durchrennen. Dann machen wir den hier. Bam. Bam. Gehen hier drauf. Dann rennen wir... Ich hoffe, der rennt nicht zu mir durch. Bitte renn nicht zu mir durch. Da muss ich nämlich suiciden eigentlich. Ja, der ist hinter mir. Das ist perfekt. So, 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 so. Ich hoffe, der ist immer noch hinter mir. Ja, oh, das ist so gut. Weil, zack, das Bett habe ich auf jeden Fall. Ob ich ihn bekomme, weiß ich nicht. Oh, den haben wir zerstört. Okay, der, Alter. Ich nehme alles zurück, der hat wohl doch nicht gehackt. So wie ich gerade gefeiert habe, bin ich anscheinend der Hacker. Ich laufe aber mal den ganzen Weg zurück, glaube ich, weil... Oh Gott, ich dachte kurz, ich sterbe. Ich habe schon so guten Stuff gekauft jetzt. Aber ich muss ja noch irgendwo hin, Goldbridgen, weil da ist auch die Strecke kaputt, glaube ich. Und ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Vielleicht save ich erst die Dias hier noch. Kann ich hier langlaufen? Ja, okay, weil hier habe ich den Fireball-Jump gemacht. Aber das ist gar nicht so schlimm. Meine Trap wurde getriggert! Okay, mein Bett ist weg. Das ist gar nicht gut. Vor allem in der Only-Goldbridge-Challenge ist es richtig schlecht. Da kann man so schnell sterben. Ein Block, der sich wegbackt und ich bin tot. Ich könnte auch nur Fireball-Jumps und TNT-Jumps eigentlich nutzen, oder? Ist das Cheating, Leute? Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Es ist nur noch ein Gegner. Wie schnell ging die Runde denn? Team Pink ist der Letzte. Das ist der, der auch mein Bett zerstört hat. Wir haben schon einen Win. Ich habe das Gefühl, jetzt können wir eine Full-YOLO-Runde einfach einmal machen. Wieso nicht? Ich hoffe, der hat ja auch hier einen Weg gebaut. Das heißt, ich kann da so ganz entspannt rüber. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ ist, aber das macht mir ein bisschen Sorgen. Oh, und der hat keinen direkten Weg. Das ist richtig kritisch. Das heißt, ich muss hier außen rumlaufen. Ich glaube, der ist in die Mitte gegangen sogar, oder? Ich sehe ihn gerade nicht. Ich glaube, der ist nicht in seiner Base. Ich mache mal einen Fireball. Ich habe E5 und, ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Der hat mit Stein eingebaut. Das heißt, wir müssen mal ganz schnell eine Pickaxe holen. Aber der scheint wirklich nicht in der Nähe zu sein. Komm, Pickaxe. Und ja, da hinten ist er. Das heißt, das Bett haben wir safe. Die Frage ist, ob wir ihn gleich bekommen. Denn der wird jetzt wahrscheinlich die Dia-Rüstung oder sowas holen. Er kommt gerade frisch aus der Mitte. Okay, Leute, ich bin ein bisschen nervös jetzt. Ich habe ihn schon länger nicht gesehen. Ich habe Angst, dass der gleich unsichtbar ankommt oder so. Ich mache einfach Rechtsklick nebenbei. Oder Rechtsklick, Linksklick. Wir schlagen ein bisschen. Vielleicht erwische ich ihn. Wo ist er? Warte, ich kann auch einen Tracker kaufen. Oh, das kostet mehr Emeralds 2. Oh, davon wollte ich mir eigentlich Unsichtbarkeit holen. Egal. 131 Meter in die Richtung. Ich habe ihn gerade gesehen, aber ich habe mir auch Unsichtbarkeit gekauft. Wir rennen da jetzt einfach mal hin. Oh, der hat einen Bogen. Oh, nee. Ich hoffe, der weiß nicht, dass ich unsichtbar bin. Ansonsten habe ich so ein großes Problem. Der weiß, dass ich unsichtbar bin. Warte mal. Zack. Zack. Ich hoffe, damit treffe ich ihn. Oh, der hat sich gesaved mit der Enderperle. Nein! Oh, jetzt habe ich ein riesiges Problem. Ich bin wahrscheinlich nicht mehr lang genug unsichtbar. Und ich muss hier vorm Übergoldbridgen. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Oh, 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 oh mein Gott, der Block hat sich weggepackt, aber ich habe es überlebt. Ich bin jetzt nicht mehr unsichtbar. Wo ist er? Oh nee, ich muss hier wieder Goldbridgen. Nein, nein, nein. Ey, nein! Die Blöcke buggen sich weg. Das ist so dumm. Genau dann, wenn es darauf ankommt, buggen die sich wieder weg. Das kann ja nicht sein. Wir hatten jetzt einen lustigen Win direkt am Anfang, dann einen sehr traurigen Lose gerade. Und jetzt holen wir doch mal einen krassen Win, habe ich gehört. Team Blau ist einfach schon... Junge, was? Wie schnell ist er denn gewesen? Junge, ich habe mich noch nicht mal losgebaut. Was soll denn das? Komm, tschüss. Und, oh, krass. Ich hätte gedacht, das überlebt er. Er schreibt noch How. Ja, wie How? Ich habe mich hochgesteckt. Was meinst du?
Die Frage ist, wie warst du so schnell hier? Ja, okay, hier kann man einfach rüberlaufen. Aber ja, ey, jetzt hast du mir meinen Start geklaut. Ich wollte Godbridge, was soll das denn? Ist der gelieft auch noch direkt? Ich glaube schon. Ah, nee, da ist er, hä? Okay, deswegen war er so schnell. Er hat sein Bett nicht mehr eingebaut. Und der ist tot. Auf Wiedersehen, obwohl er ein besseres Schwert hatte. Okay, okay, okay. Das ist schon mal ein guter Start für einen krassen Win, den wir jetzt holen wollen. Fehlt nur noch eine krasse Godbridge-Line als nächstes. Nein! Ah, schade. Gut, es war nur eine halbkrasse Godbridge-Line. Dafür kriegen wir den Rest jetzt easy hin. Das ist ja nicht mehr weit jetzt. So, zack, dann gehen wir runter. Okay, jetzt wird es nochmal eine weite Strecke. Und Team Gelb sieht mich schon, das ist blöd. Team Gelb, guck dir das an! Team Gelb, das war Taktik, damit er denkt, ich bin schlecht. Seht ihr, da ist er schon. Und der denkt jetzt nicht, dass ich sowas hier kann. Moin, bin hinter dir. Warum ist denn der auf meinem Weg gelandet? Alter, den haben wir noch bekommen. Das war nicht so geplant, aber hat geklappt. Ey, den habe ich einfach fast zu meinem Bett rübergeschlagen. Der hat meine Base, also ich habe den in meine Base gehauen, der hat mein Bett easy abbauen können. Okay, warte mal, wir warten mal, bis er was shoppt oder so. Jetzt. Der war schnell. Ja, der war zu schnell im Shoppen, schade. Und jetzt haut er ab da hinten. Er rennt weg, er snackt sich die Dias. Das gefällt mir nicht, weil die wollte ich haben. Und es gibt auch nur noch 3 Gegner insgesamt. Versuch Nummer 2. Ey, der ist immer perfekt im Shop, ne? Gerade wenn ich um die Ecke komme, ist er ready, um mich zu fighten. Aber den haben wir trotzdem, obwohl er, glaube ich, sogar ein Eisenschwert hatte. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt am besten lang? Team Rot? Ist Team Rot da vorne? Nee. Schwierig, Leute. Ich weiß auch gar nicht, wo die Base von Team Rot ist. Aber ich... Da hinten ist Team Rot. Ich denke, die wird auch irgendwo, in die Richtung da sein. Wir müssen aber erstmal eine Sache machen, das werde ich eventuell bereuen. Wir müssen mal ganz kurz hier die Sachen wegpacken, nur zur Sicherheit. Ich brauche hier einen Weg, einen ordentlichen, das kann so nicht weitergehen. Ja, und die Blöcke backen sich weg. Ich habe gesagt, ich werde es bereuen, wirklich, ich wusste es einfach. Das ist hier wirklich hart heute, ne? Also entweder zu 50% backen sich die Blöcke weg oder zu 70% und dann habe ich nur 30%, um überhaupt mein Godbridge zu schaffen. Und wenn ich das da dann verkacke, dann, ach ja, keine Ahnung. Die Chancen stehen auf jeden Fall schlecht. Oh nee, jetzt kommt von der anderen Seite Team Weiß. Die Chancen stehen für mich immer schlecht, eine Godbridge-Line hinzukriegen. Also mit der Quote, wie sich Blöcke wegbacken und dann die Quote, dass man selber mal Godbridge halt nicht schafft. Sieht nicht so rosig aus. Und jetzt ist auch noch mein Bett weg. Das gefällt mir erst recht nicht. Team Weiß, warum machst du das? Ich habe dich in Ruhe gelassen, okay? Ich bin zurückgegangen zu meiner Base, um mich von dem bösen Team Rot zu verteidigen. Und da machst du einfach sowas. Ja, jetzt kommt der auch noch... Nee, der kommt nicht hier hin, oder? Ich laufe jetzt einfach zu ihm. Ich bin zu ungeduldig. Ja, es war so klar. Ich hab dich durchschaut, Junge. Aua. Direkt in mein Gesicht. Was soll das denn? Jetzt macht er noch einen Fireball-Jump. Aber. Ihr habt keine Ahnung, dass wir. Warum haben die alle einen Bo. Das ist ein Witz. Was ist bitte aus Bad Wars geworden, Leute? Erstmal haben wir jetzt Blöcke, die sich die ganze Zeit wegbacken und dann auch noch Bow-Spammer, also in der einen Runde vorhin schon und jetzt gerade auch noch, wo ich dann so eklig weggesnackt wurde mit dem Bogen. Aber naja, ich habe gehört, wenn ihr jetzt alle ein kostenloses Abo und ein Like da lasst, dann wird die Runde insane. Von daher würde ich sagen, wir testen mal, ob ihr auch nicht geliked habt. Das sehen wir nämlich am Godbridge jetzt. Mal schauen, Leute. Ich hoffe, das klappt. Zack, zack. Oh, die Blöcke haben sich nicht weggebackt. Okay, danke für die Likes, Leute. Es hat anscheinend funktioniert. Es liegt an mir, okay? Es liegt nicht an euch. Es liegt an mir. Wir hoffen, das bleibt so, weil ich habe erst die Hälfte der Strecke geschafft. Das ist auch ein weiter Weg. Och, schon wieder an der gleichen Stelle. Ich habe euch wieder enttäuscht. Der Gegner hat sich noch nicht mal losgebaut. Junge, ich muss so weit bridgen jetzt. Kann der bitte anfangen zu bauen? Ich habe keinen Bock. Vor allem, ich wusste es. Jetzt bangen sich Blöcke wieder weg. Da. Nein! Jetzt geht das wieder los mit dem Blöcke wegfangen. Wenn wir da rüberkommen, können wir den easy killen und sein Bett da bauen. Ich muss nur rüberkommen. Das ist erstmal das Problem jetzt hier gerade. Da, das wird kritisch. Nein! Ey, es hat gerade jemand den Weg weggesprengt. Warst du das, Team Pink? Junge, wie soll ich nicht? Jetzt muss ich das nochmal machen oder hat Team Grau das gemacht? Das, ach Mann. Jetzt ist auch Team Aqua da. Was wollen die alle hier? Wehe! Wehe, einer von euch nutzt einen Fireball. Du ruinierst auch meinen Weg. Was baust du dich so gerade hoch? Egal. Das muss ich nicht mehr bauen. Der geht hin. Aber das tut mir ein bisschen leid für Team Grau jetzt, weil der ist halt safe down. Zack. Oh, das ist so sad jetzt. Oh, es tut mir leid, Team Aqua. Es tut mir leid. Team Grau meine ich, es tut mir leid. Aber das dauert mir schon zu lange. Die Blöcke haben sich so oft weggebackt. Ich habe hier nicht so viel Zeit, okay? Ich kann hier keine Rücksicht nehmen, Leute. Wir müssen hier schnell den Win holen. Da vorne ist auch Team Gelb. Und der hat kein Bett mehr. Wir gucken mal, ob ich so irgendwie schneller zu dem komme. Komm. Oh, doch, ich habe ihn mitgegeben. Perfekt. Zack.
Oh. Ich bin super low. Aber er auch. Let's go. Jetzt muss ich nur schnell wieder zurück, bevor ein Gegner kommt. Ich habe 4 Emeralds. Und Team Aqua. Hier gibt es gar nichts zu sehen. Ich baue nur mein Bett frei. Aber baue es jetzt besser wieder ein. Du kannst ruhig da hinten bleiben. Der spectatet mich echt, ne? Was will der da? Ich habe außerdem zu viele Blöcke gekauft. Die müssen wir mal random hier noch dran klatschen. Das sieht jetzt ein bisschen hässlich hier aus, aber egal. Wir machen nochmal Wolle drumherum. Das ist die hässlichste Bat-Defense, die ich je gebaut habe. Fertig. Wunderhübsch. Jetzt ist auch Team Pink da. Ey, die treffen sich wirklich alle immer da vorne, ne? Das Problem ist, dass... Oh, der geht auf mich. Der hat safe einen Fireball. Das Problem ist, dass Team Pink auch guten Stuff hat, wie gesagt. Der hat... Oh, und der hat auch Protection anscheinend schon. Das habe ich leider noch nicht. Team Pink hat halt die Dia-Rüstung. Und ich glaube, der hat auch Jump Boost, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Und Team Aqua ist jetzt auch hier. Ich habe keine Blöcke, aber... Jawohl, das war ein Hit. Aber warte, ich habe eine Schere, lol. Bam. Der ist einfach runtergejumpt. Läuft Team Pink zu ihm oder muss das suiciden oder was? Oh, Team Pink ist tot, Leute. Ich will noch einmal Godbridge, um zu gucken, ob sich Blöcke wegbacken würden. So, warte mal, wir machen das hier. Stark, starke Godbridge-Line. Oh, ich habe keinen Grip mehr. Okay, ja gut, hier buggen sich die Blöcke nicht weg. Ich habe das Gefühl, sobald man über anderen Blöcken baut, buggen sich die nicht weg. Aber sobald man über dem Freien baut, buggen sich die Blöcke weg. Ich habe meinen Weg hier jetzt, glaube ich, ein bisschen ruiniert, oder? Ne, geht sogar. Puh, er ist unsichtbar, er ist unsichtbar. Alter. Zack. Bitte steht beim Fallschaden. Oh, 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 oh. Der TNT. Aber er ist auch tot. Okay, er ist schon wieder unterwegs, Leute. Aber ich habe einen Geheimtrick. Ich habe eine Enderperle. Das heißt, wie komme ich am besten zu ihm hin? Er muss eigentlich checken. Nein, rennt er jetzt ernsthaft zu mir durch? Warte mal. Och nee. Vielleicht kann ich noch suiciden dann rechtzeitig. Ich wollte eigentlich... Alter. Oh mein Gott, was für ein Safe. So. Ich weiß nicht, ob suiciden... das könnte richtig knapp werden. Ist er schon bei mir? Er ist gerade unterwegs und ich habe jetzt so ein Holzschwert. Das ist richtig dumm jetzt. Ich habe keine Blöcke und ich habe ein Holzschwert. Heißt, das wird sehr, sehr knapp hier. Komm. Oh, aber er hat mein Bett noch nicht abgebaut. Ich hoffe, er hat keine Pickaxe. Wahrscheinlich kriegt er das jetzt. Problem ist, ich muss direkt... Ja, er hat das Bett. Aber er ist auch super low. Und er ist... er ist auch runtergerannt, weil er so schnell vorbei wegrennen wollte. GG, wir haben gewonnen. Sehr chaotische Runde. Aber egal, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken und abonnieren für mehr Minecraft Bedwars Content. Und auf Wiedersehen.